Ja, guten Tag, liebe Leute, die hier vorbei flanieren und die, die hier stehen. Ich möchte nochmal von der anderen Seite daran gehen. Erstmal möchte ich dieser Stadt, den Menschen dieser Stadt gratulieren, dass 20.000 davon gegen Faschismus und die Aufgabe von Demokratie ganz deutlich demonstriert haben. Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir das wirklich nicht wollen, und zwar mit einer großen Mehrheit nicht wollen. Und jetzt am 16. Februar, wenn die AfD hier ihren Neujahrsempfang hat, wird es wieder eine Demonstration geben. Und ich wünsche mir sehr, und damit bin ich natürlich auch nicht alleine, ich wünsche mir sehr, dass da auch wieder so viele Leute kommen, dass man gar nicht mehr, dass der Platz, wo wir stehen, es gar nicht mehr fassen kann. Warum beginne ich damit, dass die Menschen hier in Münster was gezeigt haben, was vielleicht selbstverständlich sein sollte, was aber offensichtlich in unserer Welt gar nicht mehr selbstverständlich ist? Ich habe gerade gelesen zum Beispiel, dass der Herr Söder, der Ministerpräsident von Bayern, gesagt hat, das Asylrecht, Grundrechtsartikel 16, sollte gestrichen werden. Sowas braucht man nicht. Da können die Leute doch Asyl bei Ihnen zu Hause beantragen. Beim Mullah-Regime sagen, also bei euch gefällt es mir nicht. Ich möchte hier weg, bitte schön, schickt mich raus, bestätigt mir, dass es mir hier nicht gut geht. Also, es ist so unglaublich zynisch, was da verlangt wird. Und es ist, und deswegen sage ich das, ein Angriff auf unsere Grundrechte, auf unser Selbstverständnis als ein freies Land. Denn frei, bei allen Problemen, die es hier gibt, frei kann man nur sein, wenn man gewisse Grundrechte hat. Zum Beispiel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass man das auch einklagen kann. Dann kann man sofort sagen, ja, aber da ist ein Beispiel, da ist ein Beispiel, ja. Es wird nicht immer umgesetzt, aber es ist Gesetz, es ist Grundgesetz und Artikel 16 ist ebenso Grundgesetz und es darf nicht geschleift werden. Warum erzähle ich das hier? Ich habe da vorhin vorne gestanden und habe gesehen, das, was dieses Terrorregime im Iran macht, das geht nie dahin, dass da freie Menschen sind. Wenn man will, dass Menschen aus dem Iran, was ich nicht will, wieder in den Iran zurückkehren, dann muss man auch dafür sorgen, dass das Land den Menschen Grundrechte gewährt, mit denen sie leben können. Und zu denen gehört auch, dass diese verdammte Inflation nicht mehr immer weiter steigt. Dazu gehört, dass nicht Waffen für Russland zum Beispiel geliefert werden. Dazu gehört, dass es keine Atombombenwirtschaft mehr gibt. Es gibt diese Gespräche mit dem Iran, da ist auch Deutschland daran interessiert, dass diese Gespräche weitergeführt werden. Inzwischen wird das Uran immer weiter angereichert und demnächst können sie die Bombe bauen. Wo werden sie sie hinrichten? Dreimal darf man raten. Und dann sind wir auch schon wieder in Israel. Dann sind wir auch da, dass der Iran die Hamas und die Hezbollah unterstützt, und zwar so sehr, nicht nur unterstützt, sondern auch sagt, wo es langgehen soll, dass uns klar ist, das, was die da tun, das greift direkt eins zu eins unsere eigene Freiheit, unsere Demokratie an. Und deswegen ist es ein Interesse unseres Landes, auch der Bürgerinnen und Bürger von Münster und derjenigen, die hier als Touristinnen und Touristen unterwegs sind, dagegen was zu sagen. Und ich sehe eine Bewegung dadurch, dass hier in unserem Land so viele Menschen aufstehen und sagen, nee, also Faschismus wollen wir nicht, hatten wir schon, brauchen wir nicht mehr, wir wissen, wie das geht, wir wissen, wie viele Opfer das gekostet hat, das brauchen wir nicht. Und die Politik bewegt sich ein klein bisschen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Politikerinnen und Politiker bewegen können, dass wir wirklich denen auch sagen, schreiben sie, ansprechen, hört auf mit diesem Mist. Hört auf damit so zu tun, als ob die gesamte Bundesrepublik keine Geflüchteten hier ertragen könnte. Das ist ein Thema, das hat es gar nicht gegeben. Das ist von interessierten Politikerinnen und Politikern nach oben geschwemmt worden. Und jetzt haben wir den Salat und müssen damit arbeiten. Wem hat das persönlich geschadet, dass hier Menschen, geflüchtete Menschen leben? Es würde mich mehr interessieren, bislang konnte mir das keiner sagen. Das sind dann immer solche, ja, sind aber zu viel. Nein, sind nicht zu viel, sind ein Zeichen dafür, dass eben nicht überall in der Welt Freiheit ist. Und dass wir mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus sagen,
Es muss Orte der Zuflucht geben und dazu gehört Deutschland. Und wir sind ein reiches Land. Und wir sind immer noch ein reiches Land. Und wir bleiben auch erstmal perspektivisch ein reiches Land. Wir können uns das nicht nur leisten, sondern umgekehrt, wir können es uns nicht leisten, Menschen hier rauszutreiben, Menschen zu erniedrigen, Menschen zu demütigen und zu sagen, ihr gehört hier nicht hin. Und dann sage ich nochmal, ich habe da vorhin da vorne gestanden, habe mir das angeguckt. Ich bin über 60 Jahre und für mich sind all diese Menschen, die da gestorben sind, 8 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 17, 18 Jahre, das sind Kinder für mich. Und ich denke, wie kann man das tun? Wie kann man seine eigene Zukunft ausrotten? Wie kann man den Ast, auf dem man sitzt, und das sind ja schließlich die jungen Menschen, wie kann man den absägen? Das ist doch Wahnsinn. Und dann möchte ich nochmal sagen, das ist ein Terrorregime. Das sind Terroristen, das sind terroristische Banden. Und so müssen wir sie auch hier in Deutschland behandeln. Und sagt das auch zu euren Politikerinnen und Politikern. Wir wollen nicht, dass dieses Regime so weitermachen kann. Wir wollen nicht, dass dieses Regime existiert. Es gibt so viele mutige, freie, großartige Menschen im Iran, wie wahrscheinlich überall auf der Welt. Unterstützen wir die hier und in ihrem Land, in ihrem Herkunftsland, wo Menschen gefoltert werden, wo Menschen hingerichtet werden, wo Menschen sich nicht mehr trauen sollen zu sagen, dass sie frei leben wollen, weil sie Menschen sind. Einfach, weil sie Menschen sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jina Mahsa Amini, da wollen wir dran denken. Danke für euer Gehör. Islamische Republik, Diktatur, Diktatur!